Willkommen zurück bei Life is Strange Episode 4 Dark Room. In der letzten Folge haben wir uns mit Frank unterhalten und ich habe dann doch noch letztendlich den Weg gefunden, wie das Ganze ohne Gewalt und zusammen funktioniert. Der Weg hat mir sehr gut gefallen. Zeigt auch wieder, dass dieses Hin- und Herspulen sich wirklich lohnt. Also wenn ihr das mal nachspielt, probiert es einfach aus. Das ist wirklich gut. Und an dieser Stelle, wir sind jetzt bei Franks Kontobuch. Wir haben jetzt das entschlüsselt und schauen jetzt mal, was das hergibt. Viel Spaß dabei und bei allem, was folgt. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. I'm getting a contact high just reading this. I wonder what dog name Frank would have given me. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Okay, Max, remember these names and see how Nathan fits in with all this. No. This is not working. If Nathan did drug Kate, he must have gotten the drugs from Frank. Oh, you're treading water, Otter. Try again. I must have missed something. Also da ist ein Rod drin. Das nehmen wir schon mal mit. So, hier haben wir keinen Rod. Lass mal weg. Ich glaube, so langsam habe ich jetzt doch mal den Dreh raus. Das vorhin war irgendwie nur Müll. Auch kein Rod. Da, Rod, ganz unten zweimal, dreimal sogar. Okay, das passt, das nehmen wir mit. Und haben wir hier kein Rod, dann ist das wahrscheinlich das letzte wieder. Das, was am Anfang auch so angezeigt wurde. Genau, da, eins, zwei, gut, passt. Miteinander verbinden. Oh, yes! Jawohl! These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? At least David was finally going after the right suspect. You need to get rid of these damn cameras, David. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan.
Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. David should have done way more than take photos of Kate. I hope in this case that David has good tracking skills. Was machen wir denn jetzt da draus? Also ich würde sagen, das Kennzeichen mit den und das? Nope. Maybe I should try to link other clues together. Okay, dann versuchen wir mal. Nächstens Bilder könnten doch auswählen. So. Das Bewegungsprofil scheint mir ganz angebracht zu sein. Vielleicht dann jetzt noch die Kameras dazu. Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Good clue. Naja, fast. Dann machen wir doch das nochmal raus und versuchen es mit den Kennzeichen. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? That's definitely Chloe's car. Wowzer. This looks like an expensive machine. There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Who does this car belong to? Interesting. Is this Nathan's car? Okay, let's find out whose car this is. I must have missed something. Come on. Deduce Nathan's license plate number, then match it up with the coordinates. Looks like this isn't the right combination. Those clues are not related. Okay, Nathan's taillight is busted. And I'm pretty sure I saw that on one of the license plate photos. Ja, das haben wir ja jetzt markiert. Jetzt habe ich auch noch die richtigen Koordinaten finden. No. This is not working. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Reines Raten, seltsam. Das andere war besser. Chloe. Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Couldn't hurt to give this pin code a whack.
Holy shit. Nathan is seriously unhinged. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Disziplinarische Verhandlung. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrter Mrs. Prescott. Mit Bedauern informieren wir Sie darüber, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholten Warnungen und Nachsicht für mehrere Störungsunterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Hoyders Unterricht zur Einführung in Literatur am Dienstag, den 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwells Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass Sie diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Einen vollständigen Bericht finden Sie in den angehängten Dokumenten. If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? There's a lot of numbers in here. Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Scheint, er hat sich etwas gegönnt. Tippen und saufen. Verträgt sich nun mal nicht. Let's start hacking. So, der PIN ist 4 mal die 11. Dann machen wir das mal als erstes. Oops, bad code. Fünf vielleicht. Versuchen wir das mal. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Cellphone 1010 7063 Workphone, oh Mann. Suchen wir mal die 1010. You locked it, dumbass. Das hätte man vielleicht vorher schon mal machen können. Gut, dann gehen wir hier nach und nach jetzt die Dinger durch. Fangen wir mit dem hier an. 0058. 0058. Oops, bad code. Zurück und eben zurückspulen. Nächster. 0589535 basiert. Ist das 4436? Bad code. Oops, bad code.
Bad code. Oops, bad code. Bad code. Oops, bad code. Bad code. Bad code. Bad code.